Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Lindemanns Wochenschau. Ich begrüße Sie recht herzlich. Wir hatten eine turbulente Woche hinter uns. Die Sommerferien sind vorbei. Der Plenarbetrieb ist wieder aufgenommen worden. Und am Donnerstag fand die erste Plenarsitzung nach der Sommerpause statt. Ja, und bei der ersten Plenarsitzung nach der Sommerpause sollte die AfD die Priorität bekommen. Das wurde im Ältestenrat so besprochen und auch so beschlossen, dass die AfD die Priorität keine weiteren Flüchtlingsheime in Berlin bekommen sollte. Ja, was geschah dann? In der Plenarsitzung haben plötzlich die Linken, also die Ex-Kommunisten, die ehemaligen Mauermörder der SED, dann gesagt, nein, es habe kein Konsens hergestellt werden können in der Ältestenratssitzung und haben die Aktuelle Stunde der AfD angezweifelt. Da gab es eine Abstimmung im Parlament. Linke und Grüne, also sowohl SED-Kommunisten als auch grüne Kommunisten, haben dann gegen die Aktuelle Stunde der AfD gestimmt. Die AfD natürlich dafür. Und die Regierungskoalition aus SPD und CDU hat sich enthalten. Das heißt, uns wurde die Aktuelle Stunde, die uns eigentlich auch nach der Geschäftsordnung des Parlaments zusteht, vorenthalten. Das ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Das werden wir als AfD-Fraktion so sicherlich nicht hinnehmen. Und wir werden da entsprechend auch juristische Möglichkeiten prüfen, wie wir dagegen vorgehen können. Denn es steht den Parteien zu, eine bestimmte Anzahl an Aktuelle Stunden einzureichen, wo dann die Themen besprochen werden, die diese Partei vorschlägt. Und darum werden wir uns da im Notfall auch juristisch zur Wehr setzen, dass unsere Rechte da zukünftig gewahrt bleiben. Ja, Linke und Grüne wollten natürlich diese Aktuelle Stunde nicht, weil in erster Linie ging es um ein Asylheim, was in Pankow gebaut werden soll, in einem Wohngebiet, wofür Bäume gefällt werden sollen. Und Linke und Grüne möchten da auch kein Asylheim hinhaben, weil da ihre Wählerklientel wohnt, und die Linken und Grünen Wähler da, in ihrem Innenhof kein Asylheim haben wollen. Aber mit Sonderbaurecht soll dort eins gebaut werden. Und da nun die AfD auch gegen dieses Asylheim ist, wir sind generell gegen Asylheime, gegen den Neubau von Asylunterkünften in Berlin. Wir brauchen keine neuen Asylunterkünfte. Wollte man natürlich jetzt das Thema nicht besprechen, weil dann müssten ja Linke und Grüne im Parlament der AfD recht geben. Und das möchte man natürlich nicht. Diese Blöße will man sich nicht geben, dass man zugibt, dass die AfD recht hat. Darum wurde das halt von der Tagesordnung gefegt, von diesen Antidemokraten von Linken und Grünen und die anderen Antidemokraten von SPD und CDU haben einfach mal zugeguckt. Aber dieser Bau von Asylheimen ist ja nichts Neues. Und das gibt es auch nicht nur in Pankow, wo da die Bäume gefällt werden sollen, die wir ja angeblich für den Klimaschutz brauchen. Ja, das ist ja den Grünen auch so ein wichtiges Thema. Sondern in ganz Berlin sollen neue Asylunterkünfte gebaut werden. Auch so in Marzahn sollen neue Asylunterkünfte gebaut werden. Und die Marzahn-Hellersdorfer Bezirksbürgermeisterin Zivkovic, natürlich von der CDU, hat auch schon im vorauseilenden Gehorsam Flächen an den Senat gemeldet hier in Marzahn, wo man noch weitere Asylheime hinbauen kann. Wir lehnen das ab. Wir wollen nicht drei, wir wollen nicht zwei neue Asylheime. Wir wollen überhaupt kein neues Asylheim in ganz Berlin. Und liebe Freunde, wenn ihr auch keine neuen Asylunterkünfte in Berlin wollt, bleibt euch nichts anderes übrig, außer AfD zu wählen, denn die AfD ist die einzige Partei, die sagt, wir haben keinen Platz und wir brauchen keine neuen Asylunterkünfte. Wir haben nämlich in Berlin 20.000 Ausreisepflichtige. Das heißt, diese Menschen müssen Berlin verlassen, nur in Berlin. Und wenn diese 20.000 Menschen Berlin verlassen würden, dann hätten wir auch genug Platz. Zudem leistet sich diese Landesregierung aus CDU und SPD immer noch Landesaufnahmeprogramme. Es werden immer noch Syrer aus dem Libanon und Afghanen aus Pakistan nach Berlin eingeflogen und hier nach Berlin verbracht, obwohl Berlin überhaupt keinen Platz hat. Diese Landesaufnahmeprogramme laufen weiter. Die sind von Rot, Grün, Rot und Schwarz-Rot macht das jetzt einfach weiter und holt weiter Leute aus Afghanistan und aus dem Syrien bzw. Libanon hierher. Und die Beauftragte für Migration vom CDU-SPD-Senat Katharina Nevzial hat sogar gesagt, wir müssten noch 14.000 Afghanen nach Deutschland holen. 14.000 Afghanen möchte die Berliner Migrationsbeauftragte hier einfliegen. Wir sagen als AfD ganz deutlich,
nicht 14.000, nicht 100, nicht 1.000, null Afghanen sollen nach Berlin kommen. Zumindest niemand soll hier eingeflogen werden. Ja, das Problem ist natürlich auch bei den neuen MUFs. Es gibt keine Plätze für Schulen, für Kitas, die Infrastruktur vergammelt. Das Geld wird verplempert für Asylunterkünfte. Und die Grünen setzen im Ganzen noch eine Krone auf. Die Grünen haben am Donnerstag einen Antrag ins Plenum eingebracht, den sie allerdings dann vertagt haben. Die Grünen möchten noch ein weiteres Landesaufnahmeprogramm haben für Türken. Das heißt, die Grünen möchten Türken nach Berlin einfliegen. Und zwar haben die Grünen jetzt festgestellt, dass in der Türkei Herr Erdogan als Präsident von den Türken demokratisch wiedergewählt worden ist. Was für ein Wunder, die Türken haben halt auch mal ab und zu Präsidentschaftswahlen und egal ob einem das gefällt oder nicht gefällt, Herr Erdogan ist als türkischer Präsident nach demokratischen Standards gewählt worden. Aber den Grünen scheint das nicht zu gefallen, dass Herr Erdogan gewählt worden ist. Darum wollen die Grünen jetzt Türken aus Berlin, die Herrn Erdogan nicht gut finden, alle nach Berlin einfliegen. Das heißt, jeder Türke kann dann sagen, ich mag Erdogan nicht, egal ob er ihn gewählt hat oder nicht gewählt hat, oder ob er ihn mag oder nicht mag, und wird dann von den Grünen nach Berlin eingeflogen. Wir werden, sobald dieser Antrag besprochen ist, natürlich diesen Antrag von den Grünen ablehnen. Das ist völliger Irrsinn. Ja, wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wir hier in Deutschland von dieser rot-grün-gelben Bundesregierung werden so schlecht regiert, ja, die grüne Außenministerin erklärt mal eben anderen Ländern den Krieg. Der grüne Wirtschaftsminister enteignet die Bevölkerung mit seinem Wärmepumpen- und Heizungsgesetz. Und der SPD-Bundeskanzler kann sich an nichts mehr erinnern, hat Erinnerungslücken. Erinnern wir uns an Wirecard. Ja, und welches andere Land bietet denn Landesaufnahmeprogramme für Deutsche? Ich kenne kein Land auf der ganzen Welt, was Landesaufnahmeprogramme für Deutsche bietet, die hier im schlecht regierten Deutschland sich verfolgt fühlen oder verfolgt werden. Das gibt es nicht. Ja, und wir brauchen auch keine Landesaufnahmeprogramme für Türken, die Herrn Erdogan nicht mögen. Das ist Entscheidung der Mehrheit in der Türkei gewesen, dass er gewählt worden ist und dann mit ist er gewählt. Und deswegen brauchen wir nicht die Türken aus der Türkei auszufliegen, weil es gibt in keinem Land irgendwie ein Aufnahmeprogramm für Deutsche, die sich hier schlecht regiert fühlen. Ja, dann bleibt natürlich noch festzustellen, das Thema Asyltourismus, Asyltourismus aus der Ukraine. Dazu habe ich den Senat befragt. Der Senat sagt, es gibt ungefähr 35.000 Menschen aus der Ukraine, die Sozialleistungen bekommen. Aber wie viele Menschen jetzt davon tatsächlich in Deutschland leben oder nicht leben und wie viele Menschen hin und her fahren, das weiß der Senat nicht und der Senat hält das auch für Unterstellung, Sozialtourismus zu unterstellen. Ich sehe das etwas anders. Wenn ich mir angucke, dass der Flixbus zwischen Berlin und Kiew wochenlang ausgebucht ist, dann frage ich mich schon, warum Leute aus einem Kriegsgebiet hierher kommen und wieder zurückfahren und hin und her fahren, die hier offensichtlich Sozialleistungen bekommen. Da scheint irgendetwas nicht ganz zu stimmen. Ja, dann habe ich auch mal nach den Afro-Ukrainern gefragt, auch ein wichtiges Thema. Und man hat gesagt, ja, es gibt ungefähr 3250 Afro-Ukrainer in Berlin, die sind nach Berlin gekommen. Davon sind 101 aus Georgien gekommen, 102 aus Indien, 74 aus dem Iran, 67 aus Algerien, 62 aus Kamerun, 54 aus dem Libanon, 83 aus Marokko, 93 aus Marokko, 83 aus Moldau, 584 aus Nigeria, 77 aus Türkei und 139 aus Vietnam. Das sind Menschen, die angeblich aus der Ukraine geflohen sind und die jetzt in Deutschland, in Berlin bleiben soll. Ich habe dann gefragt, warum sie nicht in ihre Heimatländer zurückgebracht werden. In den Heimatländern ist ja kein Krieg, die können ja auch in ihre Heimat zurückgehen. Das möchte aber der Berliner Senat nicht, der möchte diese Menschen hier behalten. Ja, und zu allem dem hat natürlich auch diese Woche der SPD-Vorstand noch beschlossen, dass die SPD keine Festung Europa möchte. Der SPD-Landesvorstand in Berlin hat beschlossen, alle Leute sollen nach Berlin kommen und auch in Berlin bleiben und es soll auch keine Abschiebung geben. Im SPD-Landesvorstand ist Herr Saleh, der ist Fraktionsvorsitzender der SPD im Berliner Abgeordnetenhaus, und Frau Giffey, Frau Czabora und Frau Kiziltepe, alles drei Berliner Senatoren. Da fragt man sich natürlich, welche Auswirkungen das auf die Politik
hier im Land Berlin haben wird. Ja, aber es gab natürlich nicht nur Asyl, wobei das nächste Thema dem Asyl sehr nahe ist. Es gab Anfang der Woche eine Konferenz der AfD-Fraktionsvorsitzenden in allen Landtagen, hier in Berlin in der Bundespressekonferenz, Hände weg von der Staatsbürgerschaft. Denn Sie wissen ja, die Bundesregierung will die Einbürgerung massiv erleichtern. Das heißt, alle, die zu uns gekommen sind, spätestens nach 5 Jahren, teilweise nach 3 Jahren, will man den Menschen schon die deutsche Staatsbürgerschaft schenken. Egal, ob sie hierher gehören oder ob sie berechtigt hierher gekommen sind oder illegal eingereist sind, das ist alles egal. Die Bundesregierung will die deutsche Staatsbürgerschaft verramschen und verschenken, weil die Altparteien brauchen halt neue Wähler. Wir als AfD in allen Landtagen sagen Nein, auch unsere Bundestagsfraktion sagt Nein. Hände weg von der Staatsbürgerschaft, darum diese gemeinsame Erklärung von allen Fraktionsvorsitzenden, dass wir sagen, die deutsche Staatsbürgerschaft nur in bestimmten Fällen, wo die Voraussetzungen gegeben sind, darf diese verliehen werden, wo die Menschen auch integriert sind, wo Menschen auch legal nach Deutschland gekommen sind und nicht an illegale Migranten und Syrer und sonstige Leute dürfen wir unsere deutsche Staatsbürgerschaft verschenken. Ja, dann hatten wir natürlich noch weitere Themen im Parlament, auch wichtig, unsere Priorität der AfD-Fraktion am Donnerstag im Berliner Abgeordnetenhaus. Wir möchten die Schulklassen verkleinern. Ja, in Berlin sind die Klassengrößen mittlerweile sehr groß. Es fehlt an Schulgebäuden, es fehlt auch an qualifizierten Lehrkräften. Lehrer haben keine Lust mehr in Berlin zu unterrichten, weil die Bedingungen in Berlin mit die schlechtesten in ganz Deutschland sind. Dadurch werden die Klassen immer größer. Hinzu kommen natürlich auch die ganzen Kinder von den geflüchteten Ukrainern, die in Willkommensklassen unterrichtet werden, die auch an Berliner Schulen unterrichtet werden. Eine deutliche Steigerung vom letzten Jahr zu diesem Jahr. Wir sagen, dass darunter leidet die Bildung der Kinder. Die Kinder können nicht mehr mitgenommen werden. Ein weiteres Thema ist die Zwangsinklusion, dass also Kinder mit Behinderungen inkludiert werden sollen in normale Klassen, was niemandem hilft. Das hilft den Kindern nicht, die ohne Lernschwierigkeiten lernen wollen, weil die kommen nicht voran. Und den Kindern mit Lernschwierigkeiten hilft es nicht, weil sie keine besondere Betreuung haben. Diese Inklusion ist ein Sparpaket, wo an unseren Kindern gespart werden soll, wo das Geld eingespart werden soll. Wir als AfD wollen das nicht, wir nehmen das nicht hin. Wir wollen wieder Sonderförderschulen haben für Kinder mit besonderen Bedarfen. Und wir wollen definitiv kleinere Klassen haben, weil dann können die Kinder auch besser unterrichtet werden von den Lehrern, kommen besser mit. Wir müssen das Ausbildungs- und Bildungsniveau in Berlin wieder erhöhen. Kleinere Klassen sind da der richtige Weg. Mein Kollege Thorsten Weiß hat den Antrag im Abgeordnetenhaus begründet. Der geht jetzt in den Bildungsausschuss. Aber wahrscheinlich wird das natürlich von den Altparteien abgelehnt. Ja, und dann gab es natürlich noch eine weitere Sache im Berliner Abgeordnetenhaus. Die Landesregierung aus SPD und CDU möchte ein Klimasondervermögen einsetzen von 5 Milliarden Euro. Ja, Sondervermögen, das klingt ja immer sehr schön. Vermögen, jeder freut sich, wenn er Vermögen hat. Aber dieses Klimasondervermögen ist gar kein Vermögen. Das heißt nämlich, dass der Berliner Senat aus CDU und SPD Kredite aufnehmen möchte oder aufnehmen wird, 5 Milliarden Euro Kredite aufnehmen wird. Aber Kredite sind ja Schulden, das klingt nicht so schön, also sagt man lieber Sondervermögen. Also nicht vergessen, liebe Freunde, wenn ihr Sondervermögen hört, das sind Schulden, das ist kein Vermögen. Sondervermögen sind immer Schulden, egal ob im Land Berlin oder bei der Bundesregierung oder in anderen Ländern. Ja, und mit den 5 Milliarden Sondervermögen möchte SPD und CDU das Weltklima retten. Also die Berliner Landesregierung möchte das Weltklima retten. Ein völliger Nonsens. Klima ändert sich, das ist seit Tausenden von Jahren ändert sich das Klima. Und es wird sich auch in Tausenden von Jahren weiter ändern, das Klima. Es gibt immer kältere Perioden, es gibt immer wärmere Perioden. Und egal wie viel Milliarden Geld wir für welchen Unsinn auch immer ausgeben, wir können den Wandel des Klimas nicht stoppen, denn der Wandel des Klimas ist nicht menschengemacht und der Anteil der Menschen ist so gering, dass das überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Ja, und wenn dann der CDU-Abgeordnete Gräf dann sogar auf die Idee kommt, in Berlin Windräder aufzubauen für erneuerbare Energien, weil das gut fürs Klima wäre, da muss man sich natürlich fragen, was diese CDU noch wert ist. Was diese CDU ist mittlerweile grüner wie die Grünen. Darum, liebe Freunde, wenn ihr ehrliche Politik wollt, dann bleibt uns treu, bleibt bei der AfD. Wir sind für euch da, wir setzen uns für eure Interessen ein. Und denkt daran,
Nächste Woche Samstag 14 Uhr gibt es wieder eine neue Wochenschau, Lindemanns Wochenschau, immer samstags 14 Uhr. Und wenn ihr mit mir über diese oder andere Themen diskutieren wollt, schreibt mir eure Fragen über mein Kontaktformular www.gunnar-lindemann.de. Denn montags 18 Uhr, wie jeden Montag, gibt es wieder das Live-Event auf YouTube. Da können wir dann live diskutieren über diese Themen, über andere Themen, über alle eure Fragen. Ich freue mich auf euch, am Montag mit euch zu diskutieren. Und ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen.